Hallo, wie man das Muster Rapollo begradigt, zeige ich euch heute. Wir haben ja hier das Muster für ein Dreieckstuch gedacht, das dann oben an der langen Seite mit einer Zackenkante endet. Das sieht auch sehr schön aus, aber wenn man nun eine Stola machen möchte aus dem Muster, braucht man hier rechts die gleiche Abschlusskante wie links. Und wie das geht, zeige ich euch nun. Wenn man also die Breite erreicht hat und noch 2 cm fehlen, man arbeitet hier noch ein kleines Quadrat an, dann kann man mit der Begradigung beginnen. Ich steche hier also wieder ein und schlinge neu an und schlage aber nur 5 Luftmaschen an, wenn ich angeschlungen habe. 1, 2, 3, 4, 5. Entschuldigung, 4 Luftmaschen schlage ich an. Das hier ist nämlich schon meine erste Masche. Dann hole ich aus der dritten, zweiten und ersten Luftmasche jeweils eine Schlinge, so wie wir es schon gewohnt sind, und steche dann hier an der Seitenkante ein. Nun habe ich 5 Schlingen, die ich abschlinge. Und dann wieder hoch. 4 Schlingen, die 5. aus der Seite und wieder abschlingen. So seid ihr das schon gewohnt, nur eben mit 9 Schlingen. Und hier arbeite ich nun ein kleines Quadrat mit 5 Schlingen. Vier, fünf. Und nun arbeite ich weiter. 4 Reihen habe ich. Ich arbeite weitere 4 Reihen. Dafür schlage ich wieder bis auf 4 Schlingen, fasse ich die Maschen wieder auf, hole die 5. Schlinge hier aus der ersten Masche, häkle die 5. mit einer Luftmasche ab, und masche dann die Maschen wie gewohnt ab. Dann wieder 2, 3, 4 und für die 5. in beide einstechen. Das kennt ihr schon. Eine Luftmasche und zurück. Nun haben wir 2 Reihen. Dann wieder 3, 4, 5. Luftmasche und abhäkeln. Dann ist das die 3. Reihe und wieder 2, 3, 4, 5 und abhäkeln. Und nun ist das die 5. Reihe, die vierte Reihe. Nun habe ich ab dem Anschlag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen. Nun häkle ich das Ganze ab, wieder mit einer Luftmasche. Und 3 Kettmaschen und die 4. Kettmasche hier in die Seite einstechen. Und nun bastle ich mir wieder einen Steg aus 3 Umschlägen, einstechen, Faden durchholen und jeweils 2 Schlingen zusammen abmaschen. Das hier ist wieder meine erste Schlinge, dann fasse ich wieder, wie schon gewohnt, die Maschen auf. Aus dem Steg 3, dann habe ich 4, dann noch 4 aus dem folgenden Quadrat,
und die neunte Schlinge hier aus der Seite. Und dann häkle ich das wieder ab. Wieder auf 8 Schlingen auffassen, wie ihr es schon gewohnt seid. Und die neunte aus dem seitlichen Quadrat. Das hier ist schon bekannt. Man arbeitet sich jetzt hier also wieder hoch bis oben hin. Nun wird das Tuch also nicht mehr breiter, sondern nur noch länger. Und wenn man dann hier oben angelangt ist und das Tuch auch nicht mehr höher haben möchte, verzichtet man einfach auf dieses zusätzliche Quadrat. Das zeige ich euch dann auch noch. Aber jetzt erstmal die Begradigung einmal hoch und dann zeige ich euch noch die zweite Begradigung. So, nun zeige ich euch hier die zweite Begradigung. Hier schlingt man an der ersten Masche der Geraden an und holt den Faden durch. Dann fasst man aus den weiteren drei Maschen jeweils eine Masche auf. Den Anfangsfaden häkle ich gleich mit ein. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 Schlingen und die fünfte wieder hier aus der Seite, also wie zuvor auch. Nur eben, dass man nicht hier Maschen anschlägt oder anschlingt, sondern an der Geraden. Dann wieder auf 4 Schlingen auffassen und die fünfte hier aus der Seite holen. Wieder auf 4 Maschen auffassen und die fünfte aus der Seite holen. Ich häkle eben den Anfangsfaden noch mit ein. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich nicht so gerne Fäden vernähe. Aber ich glaube, das macht kaum jemand gerne. So, nun habe ich 4 Reihen angehäkelt. Nun kommt hier im Muster wieder ein Durchbruch. Also schlinge ich wieder auf 4 Maschen auf, hole die fünfte aus der ersten Masche des folgenden Quadrats, häkle die fünfte Masche mit einer Luftmasche ab und häkle dann zurück. Das Ganze bis auf 4 Reihen genauso arbeiten. Nun habe ich 3 Reihen. Und jetzt die vierte und letzte Reihe. Nun habe ich ab dem Anschlag hier wieder 8 Reihen. Dann häkle ich ab mit einer Luftmasche und zunächst 3 Kettmaschen und die vierte wieder hier in der Seite. Bei 2 Schlingen einstechen und die Kettmasche häkeln und nun für den Steg den Faden 3-mal um die Nadel wickeln, einstechen. An der ersten Masche, das seid ihr alles schon gewohnt. Jetzt sind wir wieder im Muster.
Und nun wieder hier die ersten drei Maschen auffassen. Dann habe ich vier Schlingen. Und die fünfte bis achte Schlinge aus dem folgenden Quadrat, aus der oberen Kante. Und die neunte Schlinge hier aus der ersten Reihe. Also das wie gewohnt bei Muster Apollo, das kennt ihr ja schon. Das Muster hat unheimlich gut eingeschlagen auf YouTube und auf Facebook in der Gruppe Tunesisch Häkeln oder Strägeln. Da hat es innerhalb kurzer Zeit sehr viele Likes bekommen, worüber ich mich natürlich freue. Und dann häkelt ihr hier wieder weiter, bis ihr eben oben angekommen seid. Pro Begradigung arbeitet man zwei Karos hoch. Und ihr seht, danach sieht das Muster auf der rechten Seite genauso aus wie auf der linken. Und so kann man sich dann eine Stola häkeln oder auch Pullis oder Jacken arbeiten, ganz wie ihr wollt. Die obere Begradigung zeige ich dann noch in einem weiteren Video, aber das, denke ich, ist dann einfacher, da kommt bestimmt manch einer auch schon alleine zurecht. Nun hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Dann abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos und dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.